Ja, wird ein schweres Spiel gegen starken Gegner, aber ich glaube, Dortmund ist auch gut drauf. Champions League weitergekommen. Also, ich habe die Tickets schon ein paar Wochen und anfangs hatte ich echt ein scheiß Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Aber wir sind heute hier hingefahren und unser Gefühl sagt wirklich, Leverkusen fängt sich heute die erste Niederlage ein. Das wird ganz schön heftig, denke ich mal, so wie Leverkusen drauf ist. Aber trotzdem denke ich mir, dass wir das Ding nach Hause schaukeln. So ist mein Spiel. Ich probiere in jedem Training und in jedem Spiel 100% zu geben. Und ja, mir gefallen die Zweikämpfe. Ich glaube, heute hat man das ganz gut gesehen. Aber wir haben es trotzdem alle sehr gut verteidigt, muss man schon sagen. Ja. Ich weiß, Leverkusen hatte mehr Spielanteile. Leverkusen hatte vielleicht die besseren Chancen, aber trotzdem tut es heute irgendwie ein bisschen weh, weil wir so lange das 1-0 gehalten haben. Und dann, ja, ich glaube, wir haben heute gute Defensivarbeit gezeigt, größtenteils. Aber offensiv geht mehr mit dem Ball, können wir uns besser bewegen, müssen wir weniger Fehler machen. Und ja, aber trotzdem fühlt sich dieser einen Punkt heute nicht so gut an, würde ich sagen. Er ging rauf und runter. Ich glaube, Leverkusen hat es richtig gut gemacht. Wir aber auch, muss man ganz klar sagen. Leverkusen ist sehr spielstark, hat man gemerkt, in jeder Phase. Wir haben es gut wegverteidigt und mit ein bisschen Glück kannst du hier sogar gewinnen. Ja, ja, ich glaube, sehr, sehr gut verteidigt. Mit Ball ging nicht so viel heute, muss man sagen. Sie haben es sehr, sehr gut gemacht im Gegenpressing. Waren sehr balldominant auch, haben viel, viel Ballbesitz gehabt, auch mehr vom Spiel. Aber wir haben es einfach sehr, sehr gut verteidigt. Ich glaube, sie haben nicht so viele wirklich gefährliche, hochkarätige Chancen gehabt. Es war immer wieder mal ein Distanzschuss und einmal haben sie die Lücke gefunden. Und am Ende muss man sagen, mit der Elfmeterentscheidung, also nicht gegebene Elfmeterentscheidung, ist natürlich sehr, sehr unglücklich für uns. Ich glaube, so ein bisschen Spielverlauf vielleicht, die anderen haben mehr vom Spiel gehabt, aber am Ende vom Tag ist es egal, wie das Spiel läuft, ne? Sondern Entscheidungen, Fußball muss nicht immer nur fair sein, ne? Sondern es ist halt nun mal, wie es ist. Und ich glaube, von daher hätten wir vielleicht sogar noch auch gewinnen können oder gewinnen sollen am Ende vom Tag. Aber ja, ich glaube, es ist ein sehr, sehr hart erkämpfter Punkt, wo wir so auch mitnehmen können. Aber klar,
Leverkusen ist eine gute Mannschaft. Die haben heute mehr Spielanteile gehabt, alles schön und gut. Aber wir haben sehr, sehr lange 1-0 geführt. Das darf man nicht vergessen. Und deswegen tut dieser einen Punkt heute weh. Und wir können das besser als heute, das wissen wir auch. Aber ich würde sagen, defensiv vor allem war das heute sehr ordentlich. Der defensive Part ist uns sehr gut gelungen und offensiv ist sicher ausbaufähig. Da haben wir nicht so die Räume gefunden und die Bälle gefunden, die sie uns gegeben haben, sondern wir haben oftmals vielleicht einen Ball wieder hergegeben, im Gegenpressing die Bälle verloren dann. Und wurde ein paar Mal ein bisschen eng, ne? Aber am Ende muss man sagen, defensiv sehr, sehr gut gestanden, sehr wenig zugelassen. Von daher ist das auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Weil auch gegen so einen starken Gegner, ne, wo es natürlich auch sehr, sehr gut gemacht hat, da so gut und konstant zu stehen defensiv, ist auch nicht selbstverständlich.